Und wir sehen es auch an dem Einsatz der Waffen der Russen. Die wollen jetzt wirklich um jeden Preis gewinnen, setzen unter anderem sogenannte Aerosolraketen ein. Warum sind die besonders perfide? Sind die geächtet international? Was ist das für ein System? Die sind in der Tat geächtet. Es ist eine teuflische Waffe. Und zwar ist das eine Rakete, die verschossen wird von einem ganz speziellen Raketenwerfer, der sozusagen in der Lage ist, diese Waffen auf größere Entfernung einzusetzen. Das ist das TOS-1-System. Wir sehen hier Bilder von diesem kettengestützten Raketensystem. Wird auch als Buratino bezeichnet. Das ist sozusagen das Pendant von der Kinderfigur Pinocchio, also schon ein bisschen zynisch. Was machen diese Aerosol-Bomben und Raketen? Ich habe hier mal eine Haarspraydose mitgebracht, ne? Wenn ich da jetzt sprühe, dann wird dieser Inhalt ganz fein verteilt. Ähnlich funktioniert so eine Aerosolrakete. Diese feine, verstreute, hochexplosive Chemikalie wird praktisch in einem Radius von 50 Meter entzündet. Wir sehen hier die Bilder und sorgt dafür, dass es zu einer sehr schnellen Verpuffung kommt und es einen sehr starken Unterdruck gibt. Und dazu hat man eine sehr starke Hitzeentwicklung. Das heißt, wenn ich mich in diesem 50-Meter-Radius befinde, dann werde ich wahrscheinlich sofort getötet. Nach dieser Verpuffung sorgt der Unterdruck dafür, dass diese heißen Gase und diese kleinen Feuer wieder in das Zentrum hineingesogen werden mit hoher Geschwindigkeit und man auch selbst in Keller und in Tunnel damit hineinkommt. Und das dann dafür sorgt, dass praktisch die Lunge verbrannt wird. Also auf der einen Seite sorgen diese Waffen dafür, dass durch den großen Druckunterschied praktisch innere Organe, aber auch die Lunge zerstört werden. Und darüber hinaus die hohe, große Hitze sorgt dafür, dass man praktisch bei lebendigem Leibe verbrennt. Also geächtete Waffe, die aber von den russischen Streitkräften jetzt schon mehrfach eingesetzt worden ist im Verlaufe des Krieges. Das ist wirklich eine besonders perfide Waffe. Guido, danke dir für den Überblick hier im Studio.